Jo, hi und herzlich willkommen wieder in einer weiteren Hexelfolge hier mit dem Niklas und der Spielpirat. Hallo. So, welchen Turm wollten wir machen? Den nach vorne, ne? Ja. Ich würde gern den Slime hier gerade nochmal erledigen. Und das ist hier gerade Eine Ruine, irgendwie oder? viel zu friedlich. Viel zu friedlich. Ja. Okay. Also in der untersten Etage ist jetzt gerade nichts. Sonst wurden wir ja da immer freundlich schon begrüßt. Das ist richtig. Und jetzt haben wir hier sofort einen Spawner. Aber sind wir nicht aus der Richtung gekommen? Ein, hier ist ein Blaze-Spawner oben. Boah, ich hab den abgebaut. Cool. Aber wir sind doch aus der Richtung gekommen, oder? Ja, aus der Richtung sind wir gekommen. Aber sind wir an dem vorbeigelaufen? Den anderen haben wir ja da vorne gemacht schon. Ja, da wurden wir doch angegriffen und dann sind wir weggerannt. Okay, das war's dann aber auch schon von den Dingen. Wow. Hat uns jetzt Ja, gebracht. war halt nur noch eine Ruine. Okay, alles Kisten klar. waren alle und so weiter. Oh, wo stecke ich denn hier fest? Achso. So, gucken wir doch mal, wo wir jetzt weiter hingehen. Lass mal auf die Minimap gucken. Das heißt, wir haben jetzt die drei hier abgegessen. Und da hinten Du kommt. wolltest doch dein Texture Pack wechseln, dann könnten wir zum Piratenschiff. Du hast recht. So, Leute, wir wechseln mal ganz kurz das Texture Pack. Das sollten wir mal machen auf Default, damit wir wenigstens mal das Piratenschiff. Geht ja recht schnell. Auch spielen können, Alter. Sieht das ja alles anders aus. Wow. Okay, wo waren wir? Hier. Wir müssen in Warte die mal, Richtung hier. lass uns mal ganz kurz hier noch ein paar Sachen rauswerfen. Man weiß ja nie, was da passiert und was wir da so finden können. Das brauchen wir gerade nicht, denke ich mal. Die Berries können wir hier rausschmeißen. Cool. Du hast nicht, du brauchst nicht zufällig gerade ein Diamant. Nein, brauchst du nicht. Okay, alles klar. Versuch mal den Pelikan da oben mit meinem Bogen zu treffen. Und ich schaffe es noch. Oh, jetzt hast du den getroffen. Schade. Gut, den komm mit. Okay. Auf zum Schiff. Ich hoffe, es ist ein Piraten. Es war auf jeden Fall ein Schiff und ein Piratenschiff. Ja. Also, wenn da ein Schiff steht, ist es ein Piratenschiff, oder? Ja, das können wir dann ja sofort als Festung benutzen. Und wer darf zuerst drauf gehen? Ich. So ganz Weil klar. du ein Pirat bist. No. Du bist einer mit einem ganz komischen Namen und ich gehe zuerst drauf. Also ich gehe zuerst drauf und du gehst zuerst drauf. Warte mal, ich habe ja jetzt auf meinem Schwert Fire-Aspekt, das heißt, ich kann jetzt Hühner und so weiter sofort zu Essen verwandeln. Das ist schön. Warte mal. Lass uns mal die kleinen Blumen hier noch genau. Immer Hier sitzt hervorragend. ein Pelikan, hier sitzt ein Ja, Pelikan. habe ich schon öfter mal festgestellt. Das ist zu geil. Aber die bringen auch kein Fleisch. Ein Bild für die Götter. Oh nee, das Bild war jetzt nicht jugendfrei. Oh, okay, Alter. Warte mal, wir müssen mal einen Screenshot von machen, oder? Warte, warte, warte. Wo war das? Hey, Der guck hat eine mal. Kralle fallen gelassen. Oh, muss mal ein bisschen hoch hier. Warum wird mir denn dieses Holz nicht angezeigt? Sehr merkwürdig. Ey, wer geht zuerst drauf? Da ist ein Spawner, okay. Du kannst ja zuerst drauf gehen, wenn du willst. Was ist das für einer? Das ist ein Spinnenspawner. Ah, da ist nichts besonders drin. Hier ist gar nichts drin, ne? Captains Kajüte? Ist nicht Boah, ist gerade wohl ein besonders. Gammelschiff, ey. Ganz im Ernst. Aber hallo. Aber wenigstens war es ein Schiff. Aber was ist denn das für ein Holz hier? Ganz normales, oder? Hey, wenn du mal kurz auf die Minimap guckst. Siehst du da auch ein versunkenes Schiff? Ist das ein versunkenes Schiff? Meinst du im Ernst? Ja klar, guck doch mal auf den Aufbau. Das ist. So Ja, ich seh's links. doch von hier. Links unten? Ich sehe es von hier. Da ist das Schiff. Bist du dir sicher? Ja, guck doch hier hoch. Ja, Siehst du das da hinten? dann lass uns mal hinschwimmen. Ein versunkenes Schiff, du laberst. Oder wirklich? Wenn wir jetzt hier Da nochmal ein vorne, ich sehe es versunkenes schon. Schiff. Das sind so zwei, drei Dinger, ne? Auch so. Das sind. Komm, ich Aber puste dich. da hinten ist noch eins, glaube ich. Da sind nur versunkene Schiffe, wenn ich mich nicht irre. Da sind sehr viele, ich sehe es gerade auf der Minimap. Die haben den gleichen Aufbau wie das Schiff, wo wir gerade waren.
Oh. Oh, was ist passiert? Bin vom Server gefallen. Was ist das denn? Ey, was passiert? Ich hau dich in die Richtung, dann bist du schneller da. Nein! Alter Schwede, ich wollte eigentlich. Ah, siehst du, das ist ein versunkenes Schiff, was sag ich? Wow. Ich werde mal da gleich, ich hab ein paar Stacks Steine mitgenommen. Zu welchem gehen wir zuerst? Kommen wir zu mit hier, zu dem da irgendwie. Da baue ich uns mal eine Ich würde sagen, zu dem, was unter uns ist, ne? Ich sah gerade eins. Warte mal. Warte mal, ich mache hier gerade mal so eine Plattform. Warte doch mal. Ich muss hoch. Warum? Okay, es ist machbar. Warte mal, ich mache hier mal eine kleine Plattform, dass wir uns mal. Es ist ja krass. Jetzt weiß ich auch, warum diese ganze Wasser-Affini-Kack-Dings da. Alter Schwede. Nimm die wichtigen Sachen mit. Da unten sind sonst nur. Ja, da unten sind sonst nur noch zwei Spawner und sonst ist das halt ein ganz normales Schiff, das andere auch. Wow. Pass auf, da vorne ist noch eins. Ich glaube, das ist ein bisschen größer, oder? Ansonsten war nicht immer so schwer gewesen, ja? Nee, das ist immer so schwer zu erkennen, weil das immer nur so Umrisse sind. Ey, krass, dass wir hier so an versunkenen Schiffen. Was meinst du, sollen wir zurück zum Westwind, oder? Ich habe noch ein paar Steine mit. Wir können da gerne hinschwimmen. Und ich baue da wieder eine kleine Plattform drauf, dass wir uns da kurz draufstellen können. Okay, von mir aus. Es sieht einfach nur so episch aus, wenn du deine Bogen auf dem Rücken hast. Oh ja, echt? Yeah, Mann. Oh, da hinten ist eine Sandbank. Alter. Cool. Sollen wir vielleicht da hinten mal an Land? Also ich habe mir den Punkt auf der Karte markiert, wo unser Lager ist. Ich sag jetzt schon, dass. Oh, da ist nicht viel drauf. In der einen Kiste ist nichts, in der anderen Kiste ist nichts. Okay. Da ist noch ein Schiff hinten, ne? Am Stück Land. Soweit ich weiß. Alter Schwede. Guck mal, der Insel mit dem Baum. Yeah. Da ist ja noch ein bisschen mehr. Das ist ein ganz schönes Stück mehr. Alter, jetzt habe ich natürlich hier gar kein Clear Water drin, ne? Ich auch nicht, fällt mir gerade so auf. Ich habe noch nichts eingestellt bei Optifine. Nee. Option, Grafikeinstellungen, Details. Du singst gerade, ne? Ja. La 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 la. Nein, das war jetzt mit dem Singen nicht gemeint. So, das war auf jeden Fall noch kein Clearwater. Wo war ein Clearwater gewesen? Ach, ja, du Scheiße. Hast schon wieder das. Ja, Options, Video Settings, Es liegt am Laden, das ist ein Problem. Quality. Options, Video Settings, Quality. Hä, Clearwater, ah. Nice, es sieht auch ganz anders aus jetzt, ich kann auch was sehen. Das ist mehr als. Oh, hier ist auch ein Dungeon unter Wasser. Die haben die Dinger echt irgendwo hingesetzt, wa? Ja, glaube ich auch. Aber was ist eine Ruine? Schade. Jetzt weiß ich aber auch, für was die ganzen Sachen gut sind, hier mit 5 Minuten Wasseraffinität und so ein Zeug. Krass. Hier war aber kein weiteres Schiff. Übel. Also, da haben wir auf jeden Fall jetzt in ein paar Folgen mit der neuen Map definitiv was zugewonnen. Kam auch gut an. Ich habe vorhin in den Kommentaren gelesen, dass es sehr begrüßt wird, dass wir einen Map-Wechsel gemacht haben. Okay, wenn wir hier noch ein bisschen geradeaus gehen, kommen wir in einen Wald. Sag mal, warte mal, hier ist ein großer Dungeon auf dem Boden? Hier ist eine Schlucht, pass auf. Warte mal, hier vorne? Ist das nur ein Plateau oder ist das ein Dungeon? Ich weiß gerade gar nicht, wo du bist. Sorry, Leute. Auf der Minimap sah das so aus. Deswegen will ich mal gucken, ob da wirklich ein größerer Dungeon ist oder nicht. Ich laufe mal ein bisschen land einwärts, weil ich glaube, da ist eine ganz schön epische Stelle. Aha.
und es wird Nacht. Alter, hier ist ein Big Dungeon. Wo denn? Hier unter Wasser. Bist du denn gerade? Oh, oh. Ich bin untergegangen. Kann ich da unten einen Zombie an die Tür hauen? Krass, und da müssen wir rein. Ein Dungeon unter Wasser. Da hier an dem Stück Strand, wo wir gestrandet sind. Da bin ich, wo bist denn du? Komm da gerade hin. Gut, dann baue ich uns da gerade mal eine kleine Unterkunft. Mit ein paar Steinen, okay? Ja. Man weiß ja nie, was hier passiert. Du bist schon am Töten? Von Füchsen? Ja. So. Ah, toll. Ich mach's jetzt wieder total unsinnig hier. Gut. Dann machen wir's noch einen breiter. Aber Schafe? Hast du bis jetzt Schafe irgendwo gesehen? Du? Nein. Ich hab gerade überlegt. Mal kurz eine Runde zu pennen oder so wäre ja gar nicht so schlecht. So, ich verbrauche jetzt. Also die Füchse machen einfach so epische Geräusche, wenn die sterben. Echt? Und das sieht jetzt hier gerade einfach so eiskalt aus wie so eine Ruine von einem Dungeon. Ja, ich kann sowas. Ja, ja. So. Und jetzt trifft er mich. Hervorragend. Ich versuch mich. Nein, ich. Nein! Okay. Gut, dann ist er schon mal zu. Und hier kommt mal eine Fackel rein und fertig ist. Okay, wo ist das dann? Zeig mal kurz. Ja, zeige ich. Was wir auf der Minimap sehen können. Hast du die an? Guck mal, in die Richtung, wo ich jetzt gucke. Ah, siehst du auch? Ja, das wäre einfach so irgendwas im Wasser gewesen. Nein, das ist ein riesengroßer Steinklops. Und wenn ich da drunter, wenn du unten hin bist, hörst du sofort die Zombies, die gegen Türen klopfen und so ein Zeug. Total kranke Scheiße. Warte mal, ich baue mal hier unten. Wieder hoch und so langsam. Ja, mache ich ja schon. Ich habe auch nicht mehr viele Steine. Wenn du hier unten drin bist, kannst du atmen. Ja? Ja. Und hier ist eiskalt. Ach, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Let scheiße, ich Defender. Sterbe. Wo bist du? Komm hier unten rein, in ein Loch. Ich hab kein Leben mehr. Alter, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Hilf mir, hilf mir. Ich hab kein Leben mehr. Boah. Ich hab anderthalb Leben, ich hab anderthalb Leben. Das Herz. Nichts aufmachen, Alter. Ich hab anderthalb Leben. Nein, da ist ein Skelett, du Trottel. Komm einfach von den Wänden erstmal weg. Fuck it, Alter. Yeah. Hier ist alles hier. Wo sind wir denn jetzt hier? Warte, hier ist gut. Hier kommen wir auf. Ich habe jetzt erstmal 5 Leben. Krass. Ich kann auf beiden Seiten auf Zombies einfach nur einschlagen. Okay. Welches Level hast du eigentlich? 27. Ich hab 30. Mach mal gerade das Wasser hier weg. Okay, wir können so langsam in den nächsten Raum vordringen. Hier. Komm mal hier rein. Warte. Ja, ich bin in den nächsten Raum drin. Alter, was ist das denn hier? Alter, hier ist ein Spinnreiter. Ein Spinnreiter mit Rüstung an. Bist du im nächsten Raum? Ja. Das ist der Enderman. Oh, ja, oh, ich hätte dich gerade beinahe voll gehauen. Was ist denn?
WTF, was geht denn hier ab? Oh! Was bist du denn? Ein Spectre. Was zum Teufel ist ein Spectre? Weiß ich auch nicht, aber mit denen mache ich gerade auch Bekanntschaft. Wo denn? Ein bisschen weiter. Im Nebenraum? Was hast du da abgekriegt, den Trank? Weiß ich nicht, was ist das? Waterbüchen, ich kann unter Wasser atmen. Wie nice. Ah, das sind die... Ey, du läufst mir in den Weg, Alter. Das sind die Wächter hier von dem ganzen Ding. Hab ich auch so das Gefühl. Oh nein, oh nein. Was denn? Da ist ein großer Spectre-Healer. Komm mal kurz in den Nebenraum, komm kurz, schnell hilf mir. Ja. Alter. Wenn wir uns Kreuzfeuer machen, ist ja total dämlich. Jetzt hast du alle Herzen aufgesammelt. Ich danke dir. Okay. Warte doch mal, was habe ich denn jetzt hier aufgesammelt? Unter Wasseratmung, 9 Minuten. Wow. Gegen welche Tür kloppen die denn hier? Unter uns, wa? Nein, ich glaube, das ist einfach nur ein Riesenkomplex hier. Ja, aber wie? Alter, ich habe Fressen gefunden. Yeah. Ich auch. Was denn? Melonen. Cool. Okay, ich baue mal. Wir können anscheinend keine. Total am Schweigen hier. Keine Wände durchbohren. Oh! Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Tschüss! Tschüss!